Sie ist immer recht kurz, aber umso geiler die Bärlauchsaison. Gerade ist Bärlauchsaison, deswegen dachte ich mir, es wird Zeit für drei super, super leckere und natürlich auch mega easy vegane Bärlauchrezepte. Moin Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir. Wie letztes Jahr möchte ich euch auch dieses Jahr mit mega leckeren und simplen Bärlauchrezepten versorgen. Ich habe mir da drei Stück ausgesucht und ja, die zeige ich euch im heutigen Video. Wie immer wirklich nicht schwierig, kriegt jeder Mensch hin. Wenn ich das hinkriege, dann kriegt ihr das auf jeden Fall auch hin, weil ich bin nicht so gut im Kochen. Ja, dazu später noch eine Anekdote. Aber ich würde sagen, wir starten erstmal rein mit Gericht Nummer 1. Und zwar ist das quasi eine Abwandlung von der super viralen Lemon Pasta. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert. War so vor circa 2 Jahren im Sommer so ein krasses Ding. Es war all over TikTok, Instagram etc. pp. Und das Ganze habe ich ein bisschen abgewandelt und zwar mit Bärlauch. Es ist mega easy. Alles, was wir brauchen, ist Pasta. Ich habe hier Spaghetti genommen, Zitrone und natürlich Bärlauch. Das war's auch schon. Fun Fact, ich habe Knoblauch klein geschnitten für das Video, bis ich Kraft habe. Moment mal, ich mache ja Bärlauch rein. Das wäre dann vielleicht ein bisschen zu viel des Guten. Also alternativ, wenn ihr nur Lemon Pasta machen wollt, könnt ihr natürlich den Bärlauch weglassen und Knoblauch und Zwiebel stattdessen nehmen. Anyways, das hier ist ein Bärlauch-Rezepte-Video, deswegen nehmen wir natürlich Bärlauch. Wir starten damit, dass wir Bio-Zitronen nehmen. Ganz wichtig, weil wir den Schalenabrieb benutzen. Da ja, reiben wir erstmal ein bisschen was von der Schale ab. Ich kann übrigens diese Reibe sehr, sehr empfehlen. Die ist wirklich super für solche Geschichten und auch für so Rüblikuchen und halt alles, wo man so mega klein raspeln muss. Da ist das mega, mega praktisch für. Und die ist sehr scharf, also auch vorsichtig an dieser Stelle. Wenn wir ein bisschen Zitronenabrieb haben, vielleicht von ja, so einer Viertel oder halben Zitrone, dann geht es weiter mit der Pasta. Hierfür habe ich als erstes eine Pfanne genommen und ein bisschen Öl oder vegane Butter erhitzt. Könnt ihr entscheiden, was euch lieber ist. Und da habe ich dann die Pasta reingelegt. Mit Spaghetti ist natürlich ein bisschen schwierig am Anfang, weil die dann natürlich nicht ganz reinpasst. Aber jetzt kommt stückweise das Wasser hinzu und zwar einfach gekochtes und gesalzenes Wasser, was wir eben schlückchenweise dazugeben. Ach so, und der Zitronenabrieb kann auch schon rein. Dabei geht es darum, dass sich eben die Stärke langsam aus der Pasta löst und dadurch wird das Ganze richtig, richtig, richtig geil cremig. Das ist wirklich ein Mega-Hack, habe ich mal in einem anderen YouTube-Video gesehen, was wiederum von einem TikTok-Video inspiriert war. Ich verlinke mal die ursprüngliche Quelle in der Infobox. Auf jeden Fall ist das wirklich ein Game-Changer. Also schlückchenweise das Wasser hinzugeben, immer so, ja, vielleicht eine Kelle. Und dann kommt am Ende, wenn das Ganze al dente ist, noch der Zitronensaft hinzu. Ich habe das alles schön einmal umgerührt und dann waschen wir den Bärlauch und rühren den einfach kurz unter, damit der nicht so komplett zerfällt, sondern wirklich noch ein bisschen vom Geschmack beibehält. Und das Ganze könnt ihr noch nach Belieben würzen, vielleicht mit Chili, wenn ihr es ein bisschen schärfer mögt. Ich habe einfach noch ein bisschen Salz, Pfeffer genommen, weil ich mag es nicht so gerne so scharf. Und das ist auch schon das fertige Gericht. Es ist wirklich super, super easy und es ist so geil, weil ihr wirklich nur 3 Zutaten braucht und Wasser. Also mega geil. Ich habe es richtig gefeiert. Es schmeckt ultra, ultra gut und es ist sehr schön frühlingsmäßig. Weiter geht's mit Rezept Nummer 2 und zwar eine vegane Quiche mit Bärlauch und Spinat. Fun Fact hier am Rande, ich musste das Rezept 2-mal machen, weil das erste Mal dachte ich, ich mache irgendwie noch den Teig selber und mache alles so ein bisschen aufwendiger und da habe ich ein Rezept von Bianca Zapatka rangeholt und das ein bisschen abgeändert. Ist eklig geworden. Ist richtig, richtig eklig geworden. Deswegen dachte ich mir, ich mache das nochmal und zwar auch ein bisschen simpler, indem ich diesen Fertigteig nutze, den es einfach im Supermarkt zu kaufen gibt. Ich habe ihn jetzt von Rewe, aber ich glaube, den gibt es auch noch in anderen Supermärkten. Macht es natürlich alles einfach deutlich simpler. Und da der Teig schon fertig ist, können wir direkt mit der Füllung beginnen. Ich habe hier erstmal einen Tofu in so eine Tofu-Presse gelegt, damit die Flüssigkeit rausgedrückt wird. Und in der Zwischenzeit habe ich in einer Schale ein bisschen Naturjoghurt vermengt mit Stärke, Hefeflocken, Muskat, Kurkuma und ein bisschen Kalanamak. Das habe ich gut umgerührt. Und wenn der Tofu dann fertig ausgedrückt ist, kann der auch mit dazu. Und das Ganze wird dann einfach püriert. Ich habe keinen Mixer seit ein paar Monaten. Deswegen ist der Pürierstab mein bester Freund. Ich mache eigentlich alles damit. Das ist super gut. Es funktioniert ja auch eigentlich genauso wie ein Mixer fast. Zumindest sowas hier kann man perfekt damit machen. Dann habe ich ein bisschen Bärlauch genommen, natürlich. Und Spinat, ganz viel, eine ganze Tüte, weil der ja, wird gleich kleiner werden in der Pfanne. Wir dünsten das Ganze nämlich kurz an. Und ihr seht, wie das immer ist bei solchen Spinat-Bärlauch-Geschichten. Man hat am Anfang so viel und am Ende so viel. Das Ganze habe ich auf jeden Fall unter die
Mischung gerührt. Und dann habe ich noch ein bisschen von diesen Speckwürfelchen von Billy Green angebraten, weil ich die so, so lecker finde. Und ich finde, das passt richtig, richtig gut da rein. Ihr könnt aber auch einen anderen Speck nehmen oder Räuchertofu oder was auch immer ihr gerne mögt. Ich habe auf jeden Fall die Speckwürfel auch noch untergerührt und dann diesen fertigen Teig in so eine Springform gegeben. Ich habe leider keine Quiche-Form, das wäre natürlich noch ein bisschen geiler mit diesen gezackten Rändern, aber besitze ich leider nicht, deswegen habe ich einfach die dafür genutzt. Geht auch ganz gut, ist nur ein bisschen flach geworden. Ihr seht es hier beim Füllung einfüllen. Ich habe versucht, das schön zu verteilen, aber am Ende ist es tatsächlich ein bisschen flach für eine Quiche, aber ist ja auch egal. Soll ja schmecken, ist ja die Hauptsache. Hier kommt dann auf jeden Fall noch so geriebener Käse drüber. Ich habe den von Simply V genommen, das ist mein Lieblingskäse und ja, das macht das Ganze einfach noch ein bisschen geiler. Und dann habe ich die Ränder so ein bisschen eingerollt, weil die halt noch so weit überstanden, aber müsst ihr natürlich nicht tun. Und dann kommt das Ganze auch schon in den Ofen bei 190 Grad. Für so, ja, 40 Minuten hatte ich es drin, aber ich habe einen Gasofen, das ist ein bisschen anders wahrscheinlich. Guckt einfach, wenn es gut aussieht, wenn der Käse geschmolzen ist, das Ganze ein bisschen angebräunt ist, dann könnt ihr es rausholen. Und das ist die fertige, super leckere Bärlauch-Quiche, die beim zweiten Mal auf jeden Fall besser geglückt ist als beim ersten. Und last but not least, Rezept Nummer 3, ein einfacher Salat. Man kann Bärlauch nämlich auch super im Salat verwenden. Man hat nur ultra die Knoblauchfahne danach, aber das ist hier nebensächlich. Dafür habe ich den erstmal gewaschen, die Stiele entfernt und den Bärlauch dann so in kleine Streifen geschnitten. Dann habe ich noch ein bisschen gemischten Salat hinzugefügt. Ihr könnt hier natürlich auch wieder das Ganze noch mit Spinat auffüllen oder mit anderen Sachen, je nachdem, worauf ihr Bock habt. Ich habe noch Tomaten hinzugegeben. Aber wie gesagt, jeder mag Salat anders, macht einfach das rein, worauf ihr Lust habt. Das Besondere kommt jetzt, und zwar eine Himbeer-Vinaigrette. Finde ich, passt einfach richtig geil, so von diesem frischen Geschmack passt es perfekt irgendwie zu dem frühsommerlichen Bärlauch. Es ist einfach eine richtig geile Kombination. Und die Himbeer-Vinaigrette geht auch natürlich super einfach. Ich habe hier ein paar gefrorene Himbeeren genommen. Ihr könnt natürlich auch frische nehmen, dann geht es ein bisschen schneller. Ich habe einen kleinen Schuss heißes Wasser hinzugegeben, das Ganze kurz auftauen lassen und dann so zermatscht. Dann kommt noch Essig natürlich hinzu. Geht auch super gut mit Balsamico, hatte ich gerade aber nicht da. Und Öl. Das Ganze einfach noch mit Salz und Pfeffer gewürzt. Und da habe ich noch ein bisschen Agavendicksaft hinzugegeben. Und fertig ist eine sehr frisch, fruchtige, leckere Vinaigrette für den Bärlauchsalat. Was natürlich auch gut passen würde, noch ein paar frische Himbeeren in den Salat rein. Finde ich eh mal richtig geile Kombi, so Salat mit Früchten. Das ist sehr, sehr, sehr lecker. Aber wie gesagt, ihr könnt da reinmachen, worauf ihr Bock habt. Falls ihr das volle Bärlauchprogramm wollt, könnt ihr natürlich auch den Bärlauchsalat zu der Bärlauchquiche essen. Auch fancy. Oder zu der Bärlauchpasta, also das Ganze noch so kombinieren. Dann schmeckt ihr wahrscheinlich 3 Tage nach Bärlauch. Das war's auf jeden Fall mit diesem Video. Ihr könnt mir ja gerne mal in den Kommentaren verraten, ob ihr Bärlauch-Fans seid oder das gar nicht mögt. Ich habe solche und solche Menschen in meinem Umfeld. Ich finde Bärlauch ziemlich geil und ich freue mich immer über die Bärlauch-Saison. Meistens mache ich auch viel zu wenig. Deswegen bin ich auf jeden Fall froh, dass ich dieses Jahr zumindest diese 3 Sachen gekocht habe mit Bärlauch. Lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und wenn ihr noch nicht genug von Bärlauch habt, dann könnt ihr euch gerne natürlich noch mein Video von letztem Jahr anschauen. Und da sind auch noch mal 3 Bärlauchrezepte zu finden. Für weitere vegane Rezepte abonniert auch gerne kostenlos meinen Kanal. Und dann würde ich sagen, genießt den Rest der Bärlauchsaison. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Macht's gut, bleibt gesund. Bis dahin, ciao.